Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Rise of the Tomb Raider. Und wir haben heute den ersten Weihnachtsfeiertag. Hoffe ich mal, wie gesagt, alles auf der Annahme, dass mein Excel-Dokument funktioniert. Und von daher wünsche ich euch einen schönen ersten, wie hieß es? Ersten Weihnachtsfeiertag? Sagt man das so? Ersten Feiertag? Ersten? Unglaublich, dass ich mir jetzt schon Gedanken über Weihnachten mache. Dabei ist noch fast eine Woche hin. Muss halt eine ganze Woche vorab aufnehmen, weil ich halt, wie gesagt, auch zu meinen Eltern fahre und in der Zeit möchte ich euch natürlich weiter mit Parts versorgen, aber es ist gerade dieses Vorausdenken so. Ich habe die ganze Zeit mein Excel-Dokument offen, um mich grob zu orientieren. Wie viel muss ich denn noch? Wann habe ich es denn geschafft? Und natürlich darf ich Tomb Raider spielen, also das ist auch schön. Aber ja. Ich bin gerade einen riesen Umweg gegangen, ne? Hier haben wir vorhin, glaube ich, Gegner platt gemacht, hier unten am Feuer. Und ich glaube, ich hätte einfach nur hier mich um die Dinger rumkreiseln müssen. Also ein riesenaufwendiger Umweg, den wir im letzten Part gemacht haben. Aber dafür hat es sich auch gelohnt, denn wir haben ein paar Items bekommen. Ein paar Dokumente wieder eingesammelt. Das ist doch auch schön. Waren wir denn im Haus da unten schon mal? Meine, laut Radar ist da nichts mehr, aber man kann da trotzdem mal kurz reinschauen. Aber hier ist tatsächlich nichts außer ein bisschen Hartholz noch. Und ansonsten ist hier nichts mehr zu holen. Gut, dann laufen wir weiter zum Missionsziel. Es macht mich übrigens echt paranoid, dass Lava immer noch so rumschleicht. Das lässt mich immer in der Vermutung, dass hier vielleicht auch noch irgendwo ein Gegner seine Kreise zieht. Den ich aber einfach nicht sehe und der mich dann irgendwann hinterrücks einfach angreift. Und das wäre schlecht. Hey, ein Dokument. Nachts kamen Sicherheitsleute. Ich wusste es. Den Typen vom Echo-Trupp umzubringen, ging zu weit. Hätte ich bleiben lassen sollen. Aber ich konnte nicht anders. Verbliebene waren nicht genug. Ich brauchte irgendwie mehr. Ich wurde in den fensterlosen Raum gebracht. Dachte, ich wäre tot. Dann war Konstantin da. Nahm meinen Kopf in seine Hände. Und lächelte. Sagte, er verstehe mich. Dass er mal war wie ich. Ich habe gesündigt, aber dass es Vergebung geben könne. Ich war ein stumpfes Werkzeug, ungezügelt. Er sagte, ich könne erlöst werden. Dass ich eine Gabe habe, die man nur formen müsse. Trinity könne mich zur Klinge schmieden, mir die Richtung weisen. Hätte fast geheult und ihm die Füße geküsst. Ich werde, was ich immer sein sollte. Für Trinity. Für Konstantin. Wahnsinnig spannend. So ein bisschen saugen sie sich auch diese Dokumente einfach aus den Fingern, ne? Weil sie machen einfach so viele in dieses Spiel rein, dass es einfach erschreckend ist. Also ja, viel zu viele. Cutscene, Was hat er denn gesagt? Es ist nicht seine Entscheidung, aber will uns beide weiterempfehlen. Dann gibt es irgend so eine Art Initiationszeremonie. Und das war's? Mehr kann er nicht tun? Hör mal, einige dieser Leute waren seit Jahren dabei, bevor Trinity sie befördert hat. Du musst Geduld haben. Es geht um mehr als nur Leistung. Und um was? Erst kommt eine Art Eid und dann die Zeremonie. Er meinte, das finden wir bald heraus. Verdammt. Ich hab doch nichts gemacht. Ihr seid doch alle beschossen, seid ihr doch. Oh, hallo. Tja, also mit deiner Beförderung. Ich will ja nicht sagen, aber das wird nichts. Verdammt. Als falsche Taste drückt wieder. Aber jetzt funktioniert das nicht mehr, weil ich schon wieder keine Munition mehr habe. Der mich ein Penner. Heilen, heilen. Danke. Ach. Dieses dämliche Münzen aufnehmen war vielleicht keine gute Idee, sondern eine eher so dumme.
Eine mittelmäßig dumme Idee. Es ist nicht seine Entscheidung, aber er will uns beide weiterempfehlen. Dann gibt es irgend so eine Art Initiationszentrum. Und das war's? Mehr kann er nicht tun? Hör mal, einige dieser Leute waren seit Jahren dabei, bevor Trinity sie befördert hat. Du musst Geduld haben. Es geht um mehr als eine Leistung. Und was? Erst kommt eine Art Eid und dann Zeremonie. Er meinte, das finden wir bald heraus. So. Ach komm schon, wieder Eindringlinge. Geht mir auch nur minimal auf den Sack. Erstmal ein Dokument lesen. Arbeitet in allen Belangen gegen uns. Jemand hat ein Feuer in ihr entzündet. Lord Croft war zu sehr Theoretiker, ohne Entschlossenheit. Er war ein Feigling. Seine Tochter ist anders. Heute hätte ich fast befohlen, dass niemand außer mir Croft töten darf. Ich fürchte, sie trübt mein Urteilsvermögen. Ich muss daran denken, das Ziel ist kein weiteres Croft-Opfer. Das Ziel ist die göttliche Quelle. Also ich könnte damit leben, dass das Ziel kein weiteres Croft-Opfer wäre. Schade. Wo seid ihr denn? Ah! Wo kommt der denn her? Seit wann klettern die? Können die klettern? Erstmal alles in die Luft sprengen. Wo seid ihr denn? Leuchtet bei dem eigentlich so blau hier? Ist das irgendwie ein wichtiges Ziel? Mann getroffen! Ja, wo bist du? Komm her und wir können drüber reden. Oh, da oben. Oh, der lebt mir einfach zu lange. So. Der hat mir einfach zu lange gelebt. Was ist denn das hier? Funkgerät einfach nur, auch wie langweilig. Noch ein Objekt, mit dem man nicht werfen kann und das mir nichts bringt. So, gut, das war dieser Fight hier. Jetzt erstmal da hinten das Geld holen. Das war, glaube ich, hier vorne irgendwo. Ja, da leuchtet es ja schon vor sich hin. Money, Bitches. Könnt ihr gerade meinen, ich wäre Moneyboy. Den nehme ich zurück. Hä? Irgendwie funktioniert diese Dokumentenortung gerade überhaupt gar nicht. Jetzt geht's wieder. Komisch. Irgendwas ist hier defekt.
Muss dieses Spiel sein. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Über das, in dem Gebäude vielleicht? Das könnte gut möglich sein. Da gab es, glaube ich, einen Weg nach oben. Da immerhin kam, glaube ich, ein Gegner von oben nach unten. Also wird es ja wohl einen Weg nach oben geben. Was zur Hölle habe ich da eingesammelt? Sind das Schrotpatronen oder was ist dieses Symbol da unten? Ich werde es nicht erfahren. Ah, da liegt es ja schon. Ich Blindfisch. Diese verfluchte Krankheit. Sie zerfrisst meinen Körper und bedroht jetzt auch meinen Geist. Ich drifte ständig ab. Schwelge in Erinnerungen. Denke daran, wie Lord Croft gestorben ist. Wie wir den Plan ändern mussten. Dass ich dachte, wir hätten versagt. Und davor. Meine Anfänge mit Trinity. Als ich die geheimen Geschichten der Welt erfuhr. Erkannte, dass wir sie retten müssten. Und noch früher meine Kindheit, Konstantin und ich, als wir nur uns beide hatten. Und dann reiß ich mich los, zurück in die Gegenwart. Ich habe immer getan, was nötig war. Dieses Mal wird es nicht anders sein. Bla bla bla. Bla bla. Bla 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 bla. Bla. Bla 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 bla. Nennen wir sie einfach bla bla. wo ist denn mein Ziel? Da hinten. Komme ich schon dahin? Macht dieser Computer hier diese hässlichen Geräusche? Das geht ja gar nicht. Wo geht's denn jetzt weiter? Hier durch diese Stacheln? Ist da ein Weg? Nee, das ist doch gar kein Weg. Oh, warte, da könnte ich vielleicht klettern, oder? Kann man da klettern? Ah, ich schätze, ich muss... Warte mal, doch, ich glaube, ich muss nach oben und von dort aus dann klettern. Das könnte sein. Das könnte funktionieren. Und das wäre recht hilfreich, wenn das klappen würde. Ja, das sieht richtig aus. Dann machen wir das mal. Zack. Ach, scheiße. Ja, es wurde mir schon im Menü angezeigt, aber ich bin hier lesefaul. Einhaken. Bla, bla, bla. Wenn man im Sprung denkt, scheiße, hätte ich mal das Tutorial gelesen. Ja, hört mal erstmal doof. Na gut, versuchen wir es nochmal und diesmal mit X drücken. Dann wäre ich der andere was X, ne? Ja. Oh, da ist eine Figur. Nett. So. Sind wir wieder ein bisschen oben und ach, jetzt wirklich, ach, doppeltes wirklich, tot auch noch, ach nee, das gibt's doch alles nicht. Grenzt ja so langsam an Doofheit, was ich hier mache, das gibt's doch nicht. Gut. Yay. Sind wir hier. Da gibt es mindestens noch ein Überlebensversteck und mindestens auch noch ein Artefakt und mindestens noch zwei Dinger. Wie komme ich denn da jetzt runter? Naja, das Dokument ist erstmal näher. Elias und ich wollen versuchen, die fernen Hügel zu erreichen. Wo der alte Bär lebt. Trinity sammelt sich immer noch in der alten Sowjetbasis. Wir brechen in der tiefsten Nacht auf. Es ist ein Risiko, aber uns steht ein Kampf bevor. Wir werden die Heilkräuter brauchen, die auf diesen Hügeln wachsen, wenn wir überleben wollen.
Das ist ein kurz und bündiger Text, würde ich sagen. Kurz und bündig. Oh, ein Lager. Hallo, Lager. Ach, schön. Erstmal lagern. Fähigkeitspunkt. Wo hauen wir den denn rein? Ihr mit eurer scheiß tödlichen Präzision geht mir voll auf den Sack. Starke Medizin, Feldsanitäter. Also ich glaube, das Schnellheilen wäre vielleicht gerade echt nicht schlecht. Vergrößertes Zeitfenster für einen Ausweichkonter. Ich habe bisher immer noch keinen Ausweichkonter hinbekommen. Schnellheilen. Schnellheilen und gutes. Inventar. Was kann man denn im Inventar machen? Stimmt, wir haben ja, glaube ich, so ein geiles Fellding bekommen. Ach komm, ja, komm, mehr Pistolenmunition. Was soll's? Ist doch egal. Warum denn nicht? Waffen-Upgrade kann man auch machen. Was ist dann bei Pfeil und Bogen so drin? Noch mehr Haltezeit. Lohnt sich gerade nicht so. Dann noch lieber beim Gewehr schauen. Da können wir nämlich den Rückstoß verringern. Oder mehr Munition reinpacken. Komm, noch mehr Munition. Okay. Und dann verabschiede ich mich hier an dieser Stelle auch wieder von euch. Ich wünsche euch dann noch einen wunderschönen ersten Weihnachtsfeiertag. Genießt den Rest noch und ja, man sieht sich dann morgen zum nächsten Part von Let's Play Rise of the Tomb Raider. Ich bin der Oliver und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denne und tschüss.